Hallo, Freunde des Gepflegten. Hier flattert irgendwas in der Gegend rum und ich muss es deswegen sofort töten. Mein Name ist Mario. Und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Diablo 3 Reaper of Souls im Hardcore-Modus. Jetzt klingelt auch noch mein Handy. So, da bin ich wieder weiter im Geschehen. Meine Frau schnell abgefertigt. Frechheit. Die doch tatsächlich Feierabend und ruft mich direkt an. Frechheit. So geht es aber nicht hier. Achso, ich wollte dich gerade hauen, aber du siehst irgendwie aus, als wärst du eigentlich Freund. Quasi, so ein bisschen. Gibt's jetzt hier endlich mal was zu tun? Neues Wissen erlangt. Na gut. Ey, Tor zu machen gilt nicht. Das gilt nicht. Oh, warum habt ihr so viel Leben alle? Hier konnte man doch früher irgendwie Items farmen. Hier stand da irgendwie eine Kiste oder sowas. Irgendwas war da doch mal. Das haben sie dann aber wohl geändert, weil da kommt man ja ständig. Kommt man ja ständig hin. Alles zu. Alles abgeschlossen. Ja, die haben schon ordentlich Leben in dem Schwierigkeitsgrad im fünften Akt hier. Ich muss definitiv mehr Schaden machen. Würde ich jetzt mal behaupten. Hätte ich meine komische Gifthose und meine irren Gefallenen nicht dabei, dann hätte ich ein echtes Problem, glaube ich. Was Schaden angeht. Die moderne, ach, modernde. Da habt ihr schon überlegt, modern ist das. Also wenn das modern ist, dann bin ich froh, dass ich in der Moderne lebe. Denn dann hätte ich nicht gerne, hätte ich nur ungern die altbewährten Sachen gesehen. Was ist das? Ich wollte gerade sagen, da ist doch eben Gold durch die Luft geflogen. Ich hab's doch genau gesehen. So, nochmal ein Schildstoß und dann ist Ruhe. Quasi Ruhe im Gebälk. Oh. Da hat sich schon einer meiner Freunde drum gekümmert. Ja. Oh, noch mehr Freunde. Oh, aber gar nicht mal so schlecht hier. Der Spaltvampir. Ordentlich Schaden. Mein lieber Scholli. Ich räume mal hier ein bisschen auf. Beziehungsweise ich mache mal ein bisschen Unordnung, damit ihr ein bisschen aufräumen könnt. Jetzt macht mal Ordnung hier. Das sieht ja aus wie ein Schweinestall. Wann komme ich hier eigentlich zurück in die Stadt? Geht doch so nicht. Was denn jetzt? Zu Hilfe, mein Monitor ist dunkel geworden. Er ist kaputt. Kaputt! Ach so, scheiße. Jetzt habe ich jetzt schon alle meine Skills abgefeuert, obwohl doch hier eigentlich die Dicke gleich noch auftaucht. Yeah, Stufe 50 in Feuer gestellt. Besser als ins Feuer gestellt, ne? Schlagt mich. Neue Rune für Provokation. Was gibt es dann? Hier stelle ich mich schon hin. Nee, 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 nee. Hau mich doch, hau mich doch. Hau mich doch, du Eierloch. Wobei das eigentlich eine interessante Umschreibung ist, ein Eierloch, ne? Wenn man weiß, woher bei den Hühnern die Eier kommen, dass es da keinen biologischen Unterschied gibt zwischen Eierloch und Arschloch. Also das, die kommen aus der Kloake, die Eier. Dann ist Eierloch eigentlich, ne? Deutlich ausgesprochen. Arschloch. Das Loch, aus dem die Kacke kommt. Achso, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Kann ich hier aufmachen? Nö, kann ich nicht. Hier habe ich doch schon meine Stadt. Hier habe ich doch schon meine Stadt. So, ich feuere jetzt mal noch ein paar von meinen Skills hier ab. Einfach, weil es cool aussieht. Warum leuchtet ihr eigentlich alle um die Füße? Ach so. Weil ihr ein Chef und seine Freunde seid.
ein abgründiger Rambock. Aber ihr seid jetzt keine Freunde mehr vom Chef. Und dennoch, wieso komme ich hier nicht hin? Muss ich hier erst palabern oder was? Palabern mit Tyrael. Oh. Das stinkt. Guck mal, es stinkt, glaube ich. Ich komme immer nicht hin. Hier ist mein Buch. Wieso komme ich da nicht hin? Warum komme ich nicht zu meinen Sachen? Jetzt bin ich endlich in dieser Scheißstadt und ich komme trotzdem nicht dahin, wo ich hin will. Lass mich hier rein. Klopfe, so wird dir aufgetan. Und wenn ich die Tür einschlage, was ist dann? Komm her, Schlampe! Ich mach dich fertig! Kassaida, Kassadia. Kassadia, aha. Klingt wie ein amerikanischer Stadtstaat. Hello there, let's meet us at Kassadia. Kassadia, oder so. Kassadia klingt eher wie irgendjemand, der so eine alte Stadt gegründet hat, aber naja. So, neues Wissen. Tyrael, du aller Zuhälter. Bravouröser, ziselierter Schild der Rose. Du kannst ja nicht einfach sagen, Schutz. Begebt euch in die Altstadt von Westmark. Nein, erstmal möchte ich bitte kurz hier meine Truhe aufsuchen und meinen Schmied aufsuchen, damit ich einfach mal schauen kann, was ich hier so habe. Lohnt es sich? Ich denke schon. Man muss ja immer wissen, was. Oh ja. Eben gerade noch irgendwie, aber ich brauche mehr Schaden. Und dann auch noch Heiligschaden. Schön. 396 Stärke, reduziert die Abklingzeit aller Fertigkeiten um 6%. 1215 Leben pro getöteten Gegner. Schade. Pro Treffer wäre besser gewesen. Und sockeln kann ich es auch noch. Geil. Geile Welt. Geile Welt. Um es mal auf Aborigine-isch zu sagen. Nee, ist gar nicht wahr. Um es auf... jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das Instrument heißt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das Instrument heißt. Eben gerade hatte ich nochmal... Eben gerade lag es mir auf der Zunge... auf der Zunge, da. Guck mal. Da. Da. Hä? Kannst du sehen? Da. Ach, ich hab gar keine Kamera an. Scheiße. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich meine, ich weiß schon, wie es heißt. Ich komme nur jetzt aktuell nicht drauf. Und das ärgert mich im Moment so ein kleines bisschen. Mist. Und da war's schon wieder. Ich hab's schon wieder auf der Zunge liegen gehabt eben. Das nächste Mal spuck ich's einfach aus. Verdammte Axt. Das nächste Mal spuck ich's einfach aus. Ein Didgeridoo. Siehst du, jetzt hab ich's einfach ausgespuckt. Geht doch. Geht doch. Scheiße. Dann den da. Wenn es nicht größer geht, ist doch richtig so, oder? Kritischer Schaden in Waffe. Wo ist Waffe da? Kritischer Schaden. Alles klar, ich muss da oben hin, okay. Ja, dann laufen wir mal ein wenig in Richtung des pulsierenden Kreises, damit wir hier weiterkommen können. Was ist das? Ein Buch. Etwas zum Lesen. Sehe ich aus, als würde ich lesen wollen. Ich bin ein fieser Hack and Slayer. Ich will hacken und slayen. Ich will Eingeweide, Hirn und Blut sehen. Und keine Bücher, Mensch. Ich bin kein Bücherwurm. Ich habe mir damals geschworen, nach der Schule nie wieder ein Buch. Nur noch Schwert und Schild. Und was ist jetzt hier? Jetzt muss ich doch wieder Bücher lesen. Scheiße. Hilft alles nix. Hab ich dich im Bauch getroffen, hä? Hat er gemacht. Ein Tiefschlag. Ab ins Gemächt. Pong. Was? Wer bist du denn?
umkämpftes Herrenhaus. Eigentlich wollte ich leider gar nicht rein. Ey, warum leuchtet die alle? Finde ich nicht gut. Wenn Sachen leuchten, bedeutet das meistens irgendwas Unangenehmes. Auch schon abgeschlossen. Töte allen Seelenernter im umkämpften Herrenhaus. Habe ich nicht? Habe ich nicht? Wieso nicht? Da fehlt ja noch was. Sofort weiterlaufen. Ich glaube, das war ein Ring. Als es durch die Luft geflogen ist, sah es aus wie ein Ring. Du bist ja bloß ein Exorzist. Ja, der Sound war schon mal nicht schlecht. Jetzt musst du nur noch deinen Kopf um 360 Grad drehen und grüne Erbsensuppe auskotzen. Und dann stimmt's. Ich glaube, das war jetzt einmal eben ganz kurz, ganz knapp, wenn ich ehrlich sein soll. So. Immer noch nicht? Wie jetzt? Ich bin an einem schon vorbeigelaufen. Tatsache. Da ist doch wirklich eine Tür. Eine Tür, hinter dem sich meine Feinde verstecken vor mir. Die Feinde sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ernsthaft. Früher sind die wenigstens zu einem gekommen. Ich hab mich einfach irgendwo hingestellt und gesagt, ihr Wichser! Und schon kam jemand angelaufen. Heute verstecken sie sich hinter Türen und Schloss und Riegel. Und man läuft da noch vorbei. Die tarnen sich, halten das Maul, keiner sagt mir irgendwas. Na ja, gut. Immerhin habe ich jetzt ein bisschen was bekommen dafür. Ich weiß zwar nicht was. Erfahrung. Jetzt bin ich ein erfahrener Hackenslayer. Kann ich noch mehr und noch besser hacken und slayen. Slayen und hacken. Und hackslayen. Und slay hacken. Und blöde Wortspiele machen. Da hat es mal kurz geleuchtet. Das war vielleicht einfach nur die Hausbeleuchtung. Es war aber eine sehr ausgefallene Hausbeleuchtung. Aber sah cool aus. Gar keine Frage. Was kann ich da durch? Oh. Dortens ist ein Tor. Dieses kann ich öffnen, um hindurch zu laufen. Also tue ich das. In der Regel tauchen doch hier gleich irgendwo Monsters auf. Ja, so wie du. Ein Bestrafer. Ein Bestrafer. Der bestraft straff. Der war unterirdisch, Mario. Der war echt unterirdisch. Und zum Glück hast du nicht drüber gelacht. Wer über seine eigenen unterirdischen Witze lacht, der... Hier geht's doch bestimmt auch weiter. Hier geht's doch bestimmt... Natürlich. Natürlich geht's hier weiter. Hallo, du Irrer da hinten. Komm mal gefälligst her und mach deinen Job, du Spacko. Genau, so. Der schießt mich. Du spitzt ja wohl. Ich hab dir doch gar nichts getan. Arschloch, dafür töte ich deine Freunde und deine Familie. Ja, du hast es ja nicht anders gewollt. Ich bin noch lange nicht fertig damit. Was ist das hier? Kammer des Zauberers. Die mach ich auch mal sauber. Die mach ich mal Zauber. Hallo, Zauberer? Hallo? Ich kann dich nicht hören. Oh. Okay. So, und jetzt? Fertig oder was? Ach so. Da kommt doch noch was. So ein bisschen was Kleines. Was Kleines Süßes. Hier, das ist der Imperator aus Star Wars. Der hat auch so Blitze aus seinen Flossen geschossen. Was war denn das? Missing. Für 308.814 Menu-Label. Hä? Und was passiert, wenn ich da draufklicke? Es explodiert mein Rechner. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Wie redet er mit mir? Finde den Seelentitel in der Gitchengasse. Oder bin ich jetzt hier fertig oder was? Das war jetzt aber, was habe ich denn jetzt gekriegt? Ich habe überhaupt nichts gekriegt. Scheißdreck. Außer eine Fehlermeldung. Ich kann Bug melden.
Ich habe hier was gefunden. Genau, so hört das, so hört sich das an, wenn man meinen Charakter trifft. Das sagen sie irgendwie alle. Über kurz oder lang sagen sie das alle. Ihr könnt euch nicht entscheiden, was ihr seid oder was. Ihr seht aus wie gespensterhafte oder geisterhafte, gespenstische Skelette. Gibt's denn sowas? Sowas gibt's doch eigentlich gar nicht, oder? Ich denke, entweder man ist ein Skelett oder man ist ein Gespenst, so ein Schemen. Aber so schemenhafte Skelette ist doch, das ist doch Schwachsinn. Ach, das sind ja keine Skelette. Ihr seht nur aus wie Skelette. So ein bisschen wenigstens. Eine schillernde Träne. Oh. So, Licht aus. Schlafenszeit. Hier, Todesmaid. Die klang auch sehr unzufrieden, als sie sich eben gerade aus dieser Welt verabschiedet hat. Aber naja. Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, ne? Sondern wir sind hier bei So ist es. Von daher, mit euch stimmt doch irgendwas nicht. Ihr verwandelt euch doch bestimmt gleich. Aber doch nicht? Tötet die Seelenänder, die Lord Devhurst. Was ist das für eine Wurst? Ich bin Veganer, ich arbeite nicht für Würste. Ich glaube, es geht los. Lord Devhurst. Ich danke euch, dass ihr meinen Wachen geholfen habt. Ihr seid ein wahrer Held. Lasst uns jetzt aufbrechen, bevor noch mehr Monster auftauchen. Wo geht ihr alle hin? Halt! Stopp! Nicht einfach weglaufen! Bleibt stehen, ihr feiges Gesindel! Achso, ihr seid stehen. Und jetzt? Oh, war ja eigentlich fast zu erwarten. Dass die euch nicht einfach gehen lassen wollen. Die sehen das genauso wie ich. Feiges Gesindel. Ein kalenzender Smaragd. Und Stufe 51. Wo ist mein Pfeil? Warum sehe ich keinen Pfeil? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich folge einfach mal der Spur. Der Spur der Gegner. Da, wo Gegner sind, da lass dich nieder. Und falls du es nicht schaffst, dann rupf an in ihren Gliedern. Oder so. Was denn hier? Pesttunnel, Ebene 1. Das klingt nicht so. Findet die Seelentitel. Den. Seelentitel. In der Gideon-Gasse. Ich habe keine Ahnung, wo die Gideon-Gasse ist. Scheiße, ich komme doch nicht von hier, Mensch. Ich bin doch ganz neu hier. Das weiß ja nicht, wo. Also hier ist anscheinend keine Gideon-Gasse. Das wäre auch nur so ein kleines Gideon-Gässchen. Und dann ist sie vielleicht hier irgendwo. Ja, irgendwo muss sie ja sein. Das wäre ja ein bisschen sehr blöd sonst, ne? Ah, da wo der Pfeil leuchtet. Dörtens. Bin ich schon in der Gideon-Gasse? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Sind wir schon da? Nein, Mann, halt die Fresse jetzt! Sind wir schon da? Ach, ich fand das bei Shrek so geil. Sind wir schon da? Nein. 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 Sind wir schon da? Ja. Echt? Nein. Esel und Shrek sind geil. Urseils Tagebuch Teil 2. Auch wieder nur ein Bösewicht, der irgendwas rumrülpst. Genau, erstmal ein paar sammeln. Und dann versammelt auf die Fresse hoppen.
und quasi so wie ein Ötzknödelback. Frosch, Fotzensalat! Sieht mir schwer nach einem Boss. Achso, genau. Man muss erst die Dinger hier klein ommeln. Die Leichenhaufen. Hier, ihr seid ganz schön fresh, wisst ihr das? Und vor allen Dingen du da. Du bist schon wieder so ein Imperator. Exorzist, von wegen Exorzist. Du bist der Imperator aus Star Wars. Der mir hier so beklopfte Blitze entgegenschmeißt. Aus seinen Fingern, aus seinen verdorrten und knitschigen Fingern. Ja, ich war schneller. Exorzist. Wie gesagt, fehlt nur noch die grüne Erbsensuppe und dass du deinen Kopf um 360 Grad drehst. Hier, Pussy! Trüger! Beschwörerin des Todes! Und jetzt? Kann ich hier... Ja, natürlich kann ich. Ich kann allens. Oh, hier geht's weiter. Ach nee, da drüben leuchtet nur einfach noch irgendwas. Geht gar nicht weiter da. Oh, das war's schon. Hier geht's weiter. Nee, auch nicht. Was denn jetzt? Ach so. Ach, Myriam! Meine olle Verzauberin! Da ist sie ja! Oh, Malta ist Geist. Ach nee, ich muss nicht kämpfen. Ich muss ihn nur auslachen, ignorieren und einfach weiterlaufen. So. Ich würde mal sagen, das soll es dann gewesen sein für diese Runde. Ich habe schon wieder einen falschen Knopf. Aber ich habe auch einen richtigen Knopf. Ich habe beide Knöpfe gleichzeitig gedrückt. Das muss man erstmal nachmachen. Falschen Knopf und richtigen Knopf gleichzeitig. Sprich, Mario, falsche Knopf Mario und richtige Mario Knopf Mario. Yes, Baby, du kannst es voll. Du hast es echt drauf. Beide in the house zur selben Zeit. Von daher, falls euch Spaß gemacht hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mal was in die Comments oder so. Oder abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao.